Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Zulassungsvoraussetzungen für beruflich qualifizierte und Studienzeitmodelle. Mein Name ist Bettina Gramberg, ich arbeite hier in der Technischen Hochschule in Wildau in dem Programm Blended Counseling. Und dieses Programm ist für Menschen, die aus dem Beruf ins Studium gehen möchten, aber auch für beruflich Qualifizierte, die ohne Studium oder beziehungsweise ohne Studium nicht, ohne Abitur studieren möchten. Sie werden wahrscheinlich jetzt zwischen 25 und 35 Jahren sein und im Bereich oder in einem bestimmten Punkt Ihrer Arbeit angekommen sein, wo Sie sagen, ja, ich möchte mich nochmal weiterbilden und ich möchte das durch ein Studium machen, habe aber kein Abitur, wie mache ich das? Und da sind Sie bei uns genau richtig. In diesem Bereich möchten wir Sie vielseitig beraten. Und hierfür haben wir vier verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, wie Sie mit uns in Kontakt treten können. Zum einen ganz einfach, Sie können über unsere Webseite online einen Termin zu einem persönlichen Gespräch vereinbaren, kommen dann zu uns und wir beraten Sie vielseitig. Sie können dieses Gespräch aber auch telefonisch vereinbaren oder wir können eine Videokonferenz schalten, dass Sie halt nicht unbedingt hier an die Technische Hochschule kommen. Und zum anderen können Sie auch erstmal themenbezogen an unseren Webinaren teilnehmen, wie Sie ja heute auch zu uns gefunden haben. Webinare sind im Großen und Ganzen online-basierte Seminare. Wir bieten diese zu bestimmten Themen an, die Sie als beruflich Qualifizierter interessieren könnten, wenn Sie in Richtung Studium denken. Heute haben wir das Thema, wie gesagt, Zulassung, das hatte ich ja schon gesagt. Und in den kommenden Wochen und Monaten werden wir Ihnen auch Webinare anbieten zu den Themen Studienfinanzierung, zum Thema Studienvorbereitung, zum Thema Studiengänge. Wir werden verschiedene Studiengänge vorstellen, die wir hier in der Technischen Hochschule auch anbieten. Aber wir werden auch Gäste einladen, wie zum Beispiel beruflich Qualifizierte, die jetzt bei uns studieren und denen Sie dann wirklich ganz niedrigschwellig Fragen stellen können, wie das bei denen gelaufen ist, wie die ins Studium gefunden haben oder auch, ja, welche was einfacher war und was schwieriger vielleicht war, als Sie denn das Studium begonnen haben. Wenn Sie ohne Abitur studieren möchten, es gibt ja meistens zwei Kategorien, aus denen beruflich Qualifizierte kommen. Zum einen Menschen, die ein Abitur gemacht haben, also am Ende der Schulbildung ein Abitur, mit einem Abitur abgeschlossen haben, dann sich aber erstmal für eine Berufsausbildung entschieden haben und ins Berufsleben gegangen sind. Die haben natürlich ihr Abitur als Zugangsvoraussetzung. Und zum anderen gibt es aber auch Menschen, die jetzt über Jahre halt im Beruf gesagt haben, nee, ich möchte mich nochmal im Studium weiterbilden, wie mache ich das? Und die können auch rein theoretisch ohne Abitur studieren. Dafür müssen halt bestimmte Parameter erfüllt sein. Generell kann man ja in Deutschland die allgemeine Hochschulreife und die Fachhochschulreife erreichen und ähnliches auch bei beruflich Qualifizierten. Um eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung zu erreichen, müssten Sie einen Abschluss als Meister oder Meisterin gemäß des Paragraph 7 Absatz 2 der Handwerksordnung absolviert haben oder einen Fortbildungsabschluss absolviert haben, der mindestens 400 Unterrichtsstunden beinhaltete oder ein Befähigungszeugnis des nautischen bzw. technischen Schiffsdienstes nachweisen können. Das kann Ihnen als als allgemeine Hochschulzugangsberechtigung anerkannt werden. Der andere Möglichkeit, um eine Hochschulzugangsberechtigung fachgebunden zu erwerben, ist der, dass man eine mindestens dreijährige Ausbildung absolviert haben muss und in diesem Bereich mindestens 2 Jahre Berufserfahrung erarbeitet haben sollte. Das heißt, man sollte mindestens auf 5 Jahre Ausbildung plus Beruf kommen. Und mit dieser Kombination können Sie bei uns fachgebunden studieren. Das gilt auch für Bildungsgänge, die Sie an einer Fachschule absolviert haben können. Jetzt muss ich nochmal gucken, gemäß des Paragraph 28 des Brandenburgischen Schulgesetzes. Ganz genau können Sie das noch auf unserer Webseite www.th-wildau.de Zugangsvoraussetzungen für beruflich Qualifizierte nachlesen. Da stehen nochmal ganz genau die Paragraphe drin und die Paragraphen, auf die Sie sich berufen können, wenn Sie sich bei uns bewerben möchten.
Wie ist da der normale Weg? Oder beziehungsweise welche Erfahrungen haben wir? Und was ist der Unterschied zwischen der allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung und der fachgebundenen? Die fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung, das sind meistens Menschen, die aus dem kaufmännischen Bereich kommen, also eine Ausbildung im Bereich Bürokommunikation zum Beispiel gemacht haben, dann in dem Bereich gearbeitet haben und dann ganz klassisch zum Beispiel Betriebswirtschaft studieren möchten. Oder Menschen, die eine Ausbildung in dem Bereich Mechatronik oder eine Mechatronikerinnenausbildung gemacht haben und jetzt bei uns Maschinenbau oder Automatisierungstechnik studieren möchten. Das ist möglich, wenn man, wie gesagt, die Kombination hat, Berufsausbildung plus dementsprechenden Jahren an Berufserfahrung. Dann können Sie so fachgebunden studieren. Für die Menschen, die halt einen Abschluss als Meister haben, geht es, wie gesagt, auch eine Möglichkeit, dass man da frei eine freiere Wahl an Möglichkeiten hat, um ein ideales Studium für sich zu finden. Also auch da könnte man zum Beispiel aus dem technischen Bereich kommen und einen Studiengang im wirtschaftlichen Bereich zum Beispiel in Angriff nehmen. Ganz, ganz wichtig ist, dass wenn Sie sich als beruflich Qualifizierte oder als beruflich Qualifizierte bei uns bewerben, wird jede Bewerbung ganz, ganz individuell geprüft und nach den Rahmenbedingungen, nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen, ja, geprüft. Das heißt, Sie erfahren auch erst nach der Bewerbung, ob die Zulassungsvoraussetzungen haben, was Sie machen können, wenn Sie ein Studium bei uns in Erwägung ziehen, können Sie schon vorab einer gewissen Ansprechpartnerin, die ich Ihnen zulassen kommen würde, wenn Sie bei uns anfragen, könnten Sie Ihre Unterlagen prüfen. Und da würde Ihnen unter Vorbehalt gesagt, ob Sie tendenziell mit diesen Zugangsvoraussetzungen bei uns befähigt sind zu studieren oder halt nicht. Was wir Ihnen noch empfehlen, sind natürlich jetzt simultan, wenn Sie schon in diesem Entscheidungsprozess ist natürlich ganz klar die Vorbereitung. Dazu haben wir, wie gesagt, nochmal ein extra Webinar im November. Aber was Sie sich nochmal durch den Kopf gehen lassen, wir haben halt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich als beruflich Qualifizierter auf ein Studium adäquat vorbereiten kann. Das ist zum einen das Vorsemester, das beginnt immer im März. Das sind immer Samstagsvorlesungen, in denen man in Mathe und Physik und Englisch vorbereitet wird. Zum anderen haben wir die Wissenschecks und wir haben das Schnupperstudium. Das ist bei uns am 12.10.2019. Das ist für die Studiengänge Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen. Da können Sie am 12.10. in einen ganzen Tag in das Studienleben eines berufsbegleitenden Studierenden hineinschnuppern. Das heißt, Sie sitzen wirklich einen Tag in der Vorlesung. Hierfür müssten Sie sich noch bis zum 29.09. Bei uns sozusagen anmelden. Das ist schon vorbei. Okay. Wie schon gesagt, Bewerbungen von beruflich Qualifizierten werden bei uns ganz individuell geprüft. Das macht bei uns das Immatrikulationsamt, das heißt bei uns studentische Angelegenheiten. Und da gibt es verschiedene Ansprechpartnerinnen für die Berufsbegleitenden, aber auch für jeden anderen Studiengang. Wenn Sie sich auf einen bestimmten Studiengang, für einen bestimmten Studiengang interessieren, sollten Sie vorher nochmal beachten, dass es bei bestimmten Studiengängen auch Besonderheiten gibt. Das können Sie immer auf der jeweiligen Webseite des Studiengangs bei uns erfahren. Wenn Sie sich zwischen bestimmten Studiengängen nicht entscheiden können, macht es auch nochmal Sinn, sich wirklich ganz intensiv mit den Inhalten und mit den auch mit den Abschlüssen auseinanderzusetzen, welchen Abschluss man mit dem Studiengang erwirbt. Das können Sie bei uns immer auch auf den Webseiten. Und es gibt auch direkt Modulhandbücher, wo zu jedem Modul in dem Studiengang auch nochmal inhaltlich dargestellt wird, welche Modulinhalte das jeweilige Modul hat. Jetzt komme ich zum Thema Studienzeitmodelle. Wir an der Technischen Hochschule in Wildau bieten insgesamt vier Studienzeitmodelle an, unter denen Sie studieren können. Das ist einmal ganz klassisch, das ist, wo wirklich die meisten studieren, das Vollzeitstudium, also Vollzeit an einer Hochschule zu studieren. Dann ein Teilzeitstudium, dann gibt es die berufsbegleitenden Gänge bei uns und es gibt duale Studiengänge. Die dualen würde ich heute in dem Webinar mal ausklammern, weil Sie haben ja tendenziell alle schon eine Berufsausbildung und möchten nicht nochmal eine Berufsausbildung mit einem Studium kombinieren. Deshalb gehe ich jetzt nur auf die Studienzeitmodelle Vollzeit, Teilzeit und berufsbegleitend ein.
ein Vollzeitstudium bei uns. Also generell dauert ein Studium, ein Bachelorstudium bei uns 6 oder 7 Semester. Das ist immer angepasst, je nachdem, was in dem Curriculum des jeweiligen Studiums steht. Ob das 6 oder 7 Semester dauert, das hat man dann auch unterschiedliche Kreditpunkte, die man dann erwirbt oder erwerben kann. Und es ist, wenn man ein Studium beginnt, bleibt man eigentlich das ganze Studium, wenn man in der Regelstudienzeit bleibt, in der gleichen Seminargruppe. Wir bieten die Studiengänge auch tendenziell als Teilzeitstudiengänge an. Das ist halt aber nicht, dass man mit einer gleichen Gruppe die ganze Zeit Teilzeit studiert, sondern man studiert immer mehr oder weniger die Hälfte der Module in dem einen Semester des Vollzeitstudierenden und macht dann die andere Hälfte der Module halt in einem Jahr drauf. Dann hat, das heißt, man hat halt in jedem Studienjahr oder in jedem Studiensemester teilweise immer wieder wechselnde Seminargruppen und somit auch andere Studierende, mit denen man sich halt kurzschließen kann. Zudem bieten wir zwei berufsbegleitende Studiengänge an. Das ist zum einen die Betriebswirtschaftslehre, kurz abgekürzt die BWL, und zum anderen das Wirtschaftsingenieurwesen. Die Betriebswirtschaftslehre studiert man bei uns in 9 Semestern und das also heißt 4,5 Jahre. Und das Wirtschaftsingenieurwesen studiert man bei uns in 10 Semestern, insgesamt also in 5 Jahren. Und das sind, wie gesagt, Studiengänge, die man berufsbegleitend studiert. Und die Studientage sind bei uns immer samstags. Das heißt, wenn Sie sich für einen berufsbegleitenden Studiengang bei uns interessieren, also diese beiden Richtungen, die wir halt anbieten, kommen Sie immer samstags zu uns an die Hochschule. Das ist halt ein ganzer Tag. Und das sind mehr oder weniger 10 bis 11 Samstage pro Semester, also 20 bis 22 Samstage im Jahr. Der Unterschied ist, wie gesagt, die Länge. Die BWL ist ja rein rechnerisch ein Semester, also ein halbes Jahr kürzer. Und es liegt einfach daran, dass man zu diesen Samstagen immer noch pro Semester eine Blockwoche an die Hochschule kommt und wirklich eine Blockwoche lang komplett hier unterrichtet wird. Generell ist es natürlich bei berufsbegleitenden Studiengängen sehr hoher Anteil noch an Selbststudium. Das heißt, Sie müssen neben dem Beruf und dem Studium auch noch eine Menge Eigeninitiative, um sich Themen oder Studieninhalte autodidaktisch zu erklären, einrechnen. Der nächste Bewerbungszeitraum, um sich bei uns zu immatrikulieren, ist der 1. Mai 2020. Dann haben Sie bis zum 15. Juli 2020 Zeit, Ihre Bewerbungsunterlagen einzureichen. Und wie gesagt, die werden dann geprüft und Sie erhalten dann Bescheid, ob Sie zulassungsberechtigt sind und beziehungsweise ob Sie einen Studienplatz bei uns bekommen können. Ich möchte Sie noch weiterhin auf zwei Termine hinweisen. Zum einen hatte ich schon gesagt, das berufsbegleitende Schnupperstudium findet bei uns am Samstag in den Herbstferien am 12.10.2019 statt. Es ist den ganzen Tag und man schnuppert, wie gesagt, kann in die beiden berufsbegleitenden Studiengänge hineinschnuppern. Dafür müssten Sie sich noch bei unserer Kollegin vom Schnupperstudium anmelden. Und zum anderen möchte ich Sie natürlich auf unser nächstes Webinar aufmerksam machen, was am 24.10. auch wieder um 17:30 Uhr stattfindet. Und da haben wir das Thema Frag den Studi, beziehungsweise wir haben einen Gast, der aus seinem Studienleben als beruflich Qualifizierter berichten wird. Das heißt, er kann halt das, was Sie jetzt in diesem Entscheidungsprozess, in dem Sie jetzt vielleicht sind, kann der aus seiner Sicht sozusagen nochmal kommentieren. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie uns jederzeit anrufen unter der angegebenen Telefonnummer oder auch unter unserer angegebenen E-Mail kleine Fragen stellen, die jetzt noch nach dem Webinar bei Ihnen auftreten. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie zugeschaltet haben und freue mich, wenn Sie das nächste Mal bei uns wieder reinschauen oder sich einfach bei uns melden.